Da hat man ganz viel Spaß bei dem Poker-MMO. Oh ja. Shorty bietet die verbreitet die Dicta. Ja, okay. Shorty verschenkt Dicta. Nee, Shorty, ich brauch keins. Nee, jetzt will er keins. Wieso will er keins? Ich brauch keins. Ich bin Warum hat er denn so viele Dictas? Weil er auch Glumanda hat und ist durchgelaufen. Wo gibt's denn die Dictas, Shorty? Die Dictas gibt's hier in der Höhle. Ach echt, in der Höhle? Kann ich da jetzt rein mit dem Arena-Orden? Okay. Gehst du lieber in die Höhle? Ich will auch einen Dicta haben. Jetzt kriegt das Dicta hier. Ne, aber ein getauschtes kriegt mehr XP. Ja, aber es gehorcht ja nicht. Dann, fang uns an. Es gehorcht dir aber nur bis Level 20. Danach machst du, was es will. Gar nicht. Da. Nein, nicht, wenn ich den Superorden hab. Den hast du ja nicht. Wenn man zweiten Ohren hat, dann gehöre ich nie einem schon viel. Du brauchst da noch was Cooleres drin ist als ein Dicta. Ja. Dann da. Ein Zubat oder ein Zubat. Ein Zubat ist hier. Nee. Alter, das ist doch scheiße hier, wenn man einmal falsch läuft. Ach, bin ich verwirrt. So, wie ist das? Oh nee, so eine Arena. Oh nein. Und dann noch mit den Elektroteilen. Ja. Und den. Nein, Alter, ist das fies. Ich kann ja eigentlich die ganze Zeit nur scratchen. Mist, jetzt bräuchte ich die XP-Rolle. Wenigstens für 2 Level oder so. Oh. Der hätte mich ja fast genudelt hier, die Sau. Okay. Ah, da ist Shorty. In der wievielten Aufnahme sind wir eigentlich gerade? Keine Ahnung. Wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Erst? Aber also, das ist dann jetzt die 15. Also, Stunde davor 15. Davor nochmal. Ja. Genau. Dreiviertelstunde noch. Ich möchte kein Strubart haben. Ein Golbert wäre cool, aber... Eine halbe Stunde reicht ja bis nächste Woche. Wir haben immer eins übergehabt. Ja. Golbert, nee, X-Bart kriegt man dadurch tauschen nur oder muss man noch was anderes machen für X-Bart? Tauschen, glaube ich. Ist. Okay. Ist immer sehr gefährlich mit diesen Hin- und Her-Tauschen zum Entwickeln. Der kriegst es nicht wieder, ey. Nee, da, hier gibt's ja dafür den Professor. Ach ja, den Doktor. Der Klondoktor. Der Doktor unseres Vertrauens. Oh Mann, ist ja blöd bei der Arena. Wenn du dann einmal deine Burgmann wieder auffrischen willst, muss die ganze scheiß Stadt. Ja. Hier drücken. Oh. Wir hatten Level 17, 18 und 19. Das letzte ist ein Wasser-Pokémon. In welchem Gras hat er denn bitte schön einen Shiny gefunden? Hier, da wo wir auch alle trainieren, einfach in einem ganz normalen. Ja, ja, hat Shinies das Gras geraucht und dann Shinies gesehen. Ich bin einmal reingegangen, da kam direkt ein Shiny gefangen und wieder rausgegangen und nie wieder dahin. Mein Diglett wurde getötet. Mist. So, jetzt kann ich eigentlich schon wieder zurückgehen, weil mein Pokémon keine EP mehr hat. Schon wieder Zubats, Ich habe ein Level 20 Pokémon, hurra. Toll, jetzt habe ich natürlich keinen Beleber dabei und muss wieder zurücklaufen. Da war ein Kerl, der hat einen Kothaufen hinter sich hergezogen. Ah, hier ist auch ein Diglett. Meinst du, ich kann mit Digi die Dick da haben den Typ, auf welchem Level soll ich da reingehen? Bist du das letzte, die sind 17, 18 und 19. Das letzte ist ein Wasser-Pokémon, also. Solltest du den Officer oben besiegen, dann hast du eh leises Spiel, weil du dann die ganzen Sichlos töten kannst und herbe viel XP bekommst. Das stimmt auch wieder. Und was hat der? Ein Hund, der dich one-hitted. Zwei Hunde. Ein Feuerhund und ein nicht so Feuerhund. Was ist das denn? Die sind schon auf Level 100 oder was? Mindestens. Oh, ich brauch Rocksmash, um weiterzugehen. Hab ich nicht. Also möchte... Rocksmith? Ja, ich muss Smash lernen, um weiterzugehen. Ja, wie sieht's jetzt aus in der Höhle? Was findet man denn da? Dickdas und Zubat habe ich bisher gefunden. Gut. Kein Sandama. Nee. Bring mir mal so ein Dick damit. Kostet einen Superball. Okay, welchen Level? 11. Oh nein, jetzt habe ich den. Hält Sleep eigentlich ewig oder. Endlich wieder. Level 11 sind die. 11. Na gut, muss man ein bisschen trainieren noch. Nein. Oh, would you like to do help the officer go back? Okay. Ah, oh, Glück gehabt, man kann noch Nein sagen. Hast du den Officer angeredet? Will noch jemand einen Dick da haben? Das ist auf jeden Fall für den zweiten Arena-Leiter zu empfehlen. Nee, da kämpfe ich lieber ohne Dick da. Ich hätte lieber einen kleinen... Hat man auch,
Dann hat man auch einen Boden-Pokémon, was auch ein paar Gesteinsattacken kann, also auch gut gegen Fluch. Ja, man dick da, Leute. Es ist halt dick drin. Hier läuft ein Pizzastück-Pokémon. Oh Gott, das muss ich fangen. Eine Pizza? Das muss ich, oh mein Gott, das muss ich fangen. Da bei Kreis, da ist es, guck mal Kreis, da läuft die Pizza. Ja, der hat irgendwie, der ich hat bestimmt die Texturen geändert. Ein Marvilli. Nein, das ist so ein Pizza-Pokémon. Ich hab ein Marvilli. Ein Marvilli? Ist das sowas wie My Model, nur halt als Dick? Den Dick da? Das ist so ein kleines Mädchen mit so einer Frisur, die voll der Killermund ist. Man kann das nicht beschreiben, das ist einfach so ein kleines Viechchen, das hat so eine Frisur, wo nochmal so eine Giftpflanze ist, so eine Venusfliegenfalle als Kopf. Ja. Ich will das Pizzastück, was er gerade lang macht. Boah, ich kann den nicht besiegen, ey. Okay, nochmal Schnabelattacke, damit ich nicht sterben. Oh Gott. Moment, der Part von gerade war schon zu Ende zeitlich bei euch? Letzte? Jetzt Ultraball, jetzt komm. Bei einer Stunde und 6 Minuten. Och, es ist freigebrochen. Kann er einmal Schnabelattacke? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mach's weiter Pokebälle. Das will ich haben. Das ist ein Stahl-Pokémon. Ja. Ich hab Marvilli gefangen. Marvilli? Und noch ein Dick da aus dem Level 9, das will keiner haben. Ihr habt Marvilli gefangen. So. Ja. Ich kann es euch gleich ja zeigen, mein Willi. Schickt uns mal einen Screenshot, bitte. Warte, ist einer von euch irgendwo in der Stadt, dass ich mein Willi rausholen kann? Ach ja. Hier, Moment, nach oben muss ich ziehen, damit mein Willi oben ist, ne? Nee, das ist dick da. So. Hier. Ist nicht auch irgendwie super shiny Wochenende oder so, oder war es letztes Wochenende? Keine Ahnung. Ich will erstmal einen Pokémon-Laden mir Bälle holen. Ja, hol dir mal Bälle. Die brauchst du auch zu deinem Willi. Mein Willi hat 4 Bälle gekostet, bis ich es gefangen habe. Soll jetzt noch Nidoran leveln? Vielleicht kann ich dann den Officer töten. Oh, der hat Ultrabälle, perfekt. Ich brauche 3. Ne, 2. So, noch 4 große Bälle. Ah. Brauche ich noch mehr? Nö. Ist ja irgendjemand von euch gerade in der Stadt, dass ich mein Video zeige? Haben wir schon alle gesehen? Ich weiß ja nicht, wie das wirklich heißt. Es ist halt gibt's nichts groß zu sehen. Oh, das wärst du überrascht. Leto, hier, guck mal. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade im Kampf. Achso. Was ist das? Ich habe hier vorne so einen roten Fleck. Kannst du erst mal anschauen? Deswegen will er auch die ganze Zeit seinen Willi raus. Das ist ja bei... Kannst du in Skype reinschreiben? Dann guck ich noch. Ja, ich kann es gerne in Skype reinschreiben. Aber bitte kein Bild. Mein Willi heißt Peter. Marvil. Wie kommst du da auf Willi? Wieso heißt der Willi überhaupt Peter? Das ist Willi. Ich weiß nicht. Das ist ein Flunkiefer. Ein Flunkiefer. Riesenkiefer. Das ist ein kleines Mädchen mit einem riesengroßen Kiefer am Rücken. Genau, das kleine Vieh. Kann sich das weiterentwickeln? Das ist Stahl, nee. Oh. Das ist Stahl. Welche Nummer hat das denn? Und das kannst du selber noch gucken. Ja. Er kann so auch 303. Der Beschreibung gucken. 303 hat es. Okay. Es lernt mit Level 11 bis. Dann nimmt es irgendwas Weiß Grip. Dann Finte. Knirsche. Das sind ja gar keine Stahlfähigkeiten. Ah, es sind aber Swallow. Ja, klar. Was? Swallow und Swallow. Eieiei. Irgendwas mit White. Nee, Spit Up kann es noch. Und Kopfnuss. Und Super. Kopfnuss? Und Extrem Speed. Yay. Ey, hier ist ja schon der Arena-Leiter. Ob ich den mit meinem Level 18 Bisasam schaffe? Wird ein bisschen hart, glaube ich. Wie viel Pokémon hat der? 3. 3 und was? 17, und? Level 17 irgendwas, Level 18 Elekid, wie heißt das Ding hier? Elekid, warte mal. Nee, das ist die Weiterentwicklung davon.